Herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2. Hier ist die Goretti und es geht weiter. Wir sollten uns ja jetzt um die Schlange Vieri kümmern. Das machen wir auch. Und dafür treffen wir uns jetzt hier mit unserem Onkel. Zack. Ursprünglich hatte Ezio ja geplant, mit der Familie zu fliehen, aber er hat sich eines Besseren besonnen. Und jetzt schauen wir mal, was Onkel Mario so zu sagen hat. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Okay, Mario. Wie man in den Wald ruft. Mario und seine Männer beim Attentat auf Vieri de Pazzi helfen. Jawohl, das machen wir. Und schwuppdiwupp, es ist Nacht. Na dann folgen wir mal Mario. Also, mein lieber Onkel, was ist dein Plan? Lauf mal ein bisschen schneller, Mensch, alter Mann. Naja, mit so einem Jungspund wie uns kann er auch schlecht mithalten, ne? Nun gut, Ezio, hier ist ja der Plan. Okay. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Mhm. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Unbedingt, unbedingt. Okay, dann los, Onkel. Alataco! Ja, Alataco! Greif an! Sehr schön. Und wir sollen uns mit Wurfmessern, das ist gut, 10 Stück haben wir an der Zahl, sehr schön, um diese Wachen kümmern. Tschüss, mein Freund. Du bist der Erste, der stirbt. Ja, ja, ja. Ich töte niemanden, der nicht sterben soll. Ja, tschüss. Du bist auch tot. Sehr schön. Hupsa. Ezio. Nächster runter hier. Tschüss. Und dann steht da oben noch einer. Okay, um den kümmern wir uns natürlich auch. Kommen wir von hier aus schon dran? Lass mal schauen. Findest du, mein Freund? Hier, ich habe da ein Messerchen für dich. Ich glaube, das waren sie, ne? Sehr schön, dann wollen wir mal das Tor öffnen, nicht ohne vorher unser Schwert auszurüsten, falls wir dem Onkel noch helfen müssen. Nö, er hat sie alle erledigt. Sehr schön. Was? Ach, da ist doch noch einer. Warte mal. Wo ist Mario? Ezio, lass dich liegen. Wo ist Mario? Ah, Mario, da bist du ja. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Kein Problem. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Kein Problem, Onkel. Na dann kommt mal mit, Jungs. Aber irgendwas macht ihn nervös. Was macht wen nervös? Ich bin nicht nervös, mein Freund. Soll man die Patrouillen erklären? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Kommt mit, Jungs. Warte, warte, warte. Schwert ausrüsten. Sehr schön. Jetzt kann Ezio natürlich auch so ein paar andere Dinge außer nur angreifen. Aber warum? Der ist auch schon mal tot. Und tschüss, mein Freund, der nächste tot. Und du als nächstes, ja, sehr schön. Was ist denn? Greif doch einfach an, du kleiner Spacko. Na, was ist? 8 tot, 9 tot, einer noch. Ach so, ach so. Natürlich. So, dann kommt mal mit, Jungs. Kommt ihr?
Nicht, dass ich euch gesagt habe, ihr sollt da stehen bleiben. Nein, nein, nein. Mehr Wachen müssen wir auch gar nicht erledigen. Uns laufen hier zwar ein paar Wachen über den Weg, aber warum? Ja? Ich meine zumindest, dass wir denen nichts antun müssen. Nein, müssen wir auch nicht. Meine Söldner greifen die auch nicht an, oder? Nein, sie kommen hoch. Ja, und hier geht's auch schon weiter. Hallo, mein Freund, was ist los? Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm. Alles klar, mach ich. Onkel, was ist los? Was ist passiert? Ey, was soll denn das? So einfach kommt ihr mir nicht davon. Genau. Wen soll ich hier verschonen? Wo ist denn der Onkel? Wir kämpfen hier wie eine brutale Sau. Einer flieht schon, okay. Wo sind die Nächsten? Neffe, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Hier ist einer, hat unseren Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Alles klar, Onkel. Aber nicht ohne vorher den hier umzubringen. Tschüss, mein Freund. Du willst gegen mich falsch aussagen? Vergiss es. Wartet. Ihr bleibt jetzt hier, euch kann ich nicht gebrauchen. Oh, hier gibt's auch Glyphen. Ja, aber auch um die kümmere ich mich später. Jetzt ist erstmal die Hauptmission, denke ich, wichtig. Ich soll mich also um die Schlange Vieri kümmern. Das mache ich. Wo geht's lang? Lass mich mal hier rüber. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Hier, Ezio. Das glaube ich eher weniger, mein Freund. Aber wir kommen... Aha, da hinten sehe ich es. Da hinten sehe ich es schon. Okay, Vieri, ich komme, mein Freund. Der Onkel sagte, ich soll mich um dich kümmern, also kümmere ich mich um dich. Ah, da seid ihr ja. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun... Gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Du, natürlich, gerade du, du kleine feige Ratte. Du haust doch immer ab, wenn es Probleme gibt. Ich ganz schnell um dich kümmern, mein Freund. Das ist mein... Wow, Ezio, was machst du denn da? Ah, eine Truhe, okay. Das ist in Ordnung. So, du willst dich also um unseren Onkel kümmern. Ich glaube nicht, mein Freund. Ich glaube nicht. Ich kümmere mich jetzt mal um dich. So, das sind deine Wachen. Die sterben als erstes. Zack. Nummer 2. Und jetzt du, mein Freund. Du hättest dich mir nicht in den Weg stellen sollen. Glaub's mir. Dieser Knilch da oben ist es nicht wert. Ja? Nummer 1. Hallo, Vieri. Du kommst gleich dran, mein Freund. Nur keine Sorge. Au, von beiden Seiten. Hier, das ist für dich, du kleine Ratte. Na los, komm her. So, Vieri, jetzt sind nur wir beide da. Oh, da kommt noch einer. Ah, der flieht schon. Okay, dann komm her. Du kleine, miese Kakerlake, stirb! Hab ich dich. Das war's mit dir, Vieri. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte?
Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Na gut, Onkel, wie du wünschst. Oh, einen Brief haben wir erhalten. Oh, und wie es scheint, werden wir schon wieder eine Sequenz weitergeleitet. Mein Gott, Messergürtel erhalten. Super, ich bin weltbestzufrieden. Und eine Codex-Seite. Brief an Francesco de Pazzi erhalten. Oh Mann, Fähigkeit Messerwurf erlernt. Ey, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist so viel auf einmal. Man weiß gar nicht, wohin man sich wenden soll. Ach, schön. Ezio, gut siehst du aus, mein Freund. Ja, und jetzt? Was kommt jetzt? Na, was ist denn nun? Ezio haben wir jetzt lang genug angeguckt. Jetzt mach doch mal hinne hier. Hallo, ich warte. Vielleicht, wenn ich ein bisschen hin und her wackele auf meinem Stuhl. Gut, dass ich keine Kamera anhabe. Wäre auch nochmal eine Maßnahme. Aber nein, 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 nein. Möchte ich nicht. So, warte mal. Habe ich eigentlich Medizin? Ah, ich kann mich erstmal heilen. Danke. Habe ich auch Medizin verbraucht? Nein, habe ich nicht. Danke. Das war's. Kommt jederzeit wieder. Natürlich, natürlich, mein Freund. Jetzt aber kümmern wir uns erst einmal um die weitere Hauptmission. Zack, zack. Hier lang, Ezio. Ist ja eigentlich wurscht. Wo fängt sie denn an? Ah, hier. Ah, da stehen sie alle. Nach dem glorreichen Sieg. Sehr schön. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio. Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Oh. Was denn? Ah, stimmt so. Doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel? Okay, Onkel. Eine Planänderung, okay. Mehr über die Villa erfahren und die dort versteckten Codex-Seiten finden. Okay, machen wir natürlich, machen wir das. Die Pazzi unterstehen einem anderen, einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia, einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Okay. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Okay, Onkel, machen wir. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Okay, das machen wir auch. Was steht denn drin? Signor Pazzi, ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit.
Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Na, das sind ja tolle Neuigkeiten über unseren ermordeten Vieri de Pazzi. Ja, aber... ihr merkt, ich will wieder einen Schnitt setzen, weil es ist auch schon wieder so ein Viertelstündchen knapp rum, mehr oder weniger. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, bleibt sauber und gesund. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ihr denn so wollt.